Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich dachte mir, wir machen heute mal ein bisschen Real Talk. Wir schauen uns meine Nägel an. Die sind jetzt, wie lange sind die jetzt schon drauf? 10 Tage? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe auf jeden Fall diese Babyboomer hier gearbeitet mit dem Dualsystem. Es hat mir super gut gefallen. Ihr wisst aber, dass ich damit noch nicht so viel Erfahrung habe und ich finde das System hat auch so ein paar Schwierigkeiten, was vielleicht auch der Grund ist, warum viele das nicht so oft machen. Und darüber wollte ich mit euch reden. Und auch darüber, dass meine Nägel echt verfärbt sind, weil ich einfach auch ohne Handschuhe sehr viel im Garten mache, im Matsch, wenn es manchmal sein muss, wenn ich gerade keine Handschuhe da habe. Und dann werden Nägel auch einfach mal ein bisschen dreckig. Wir schauen uns die jetzt wirklich von überall an. Schauen uns an, welche Schwierigkeiten ich jetzt hatte. Ihr müsst aber bedenken, ich habe mit links meiner schwachen Hand die rechte Hand gearbeitet. Auch da passieren mir natürlich auch bei anderen Systemen immer mal Fehlerchen, dass das nicht so sauber gearbeitet ist, dass mal ein bisschen was im Rand ist. Deswegen, das muss man eben auch berücksichtigen. Aber ja, was sind denn so ein bisschen die Schwierigkeiten? Und man muss halt auch bedenken, wie mit jedem System ist es so, es gibt Tipps und Tricks. Wenn man sich länger damit beschäftigt und gerade bei dem Dualsystem gibt es mittlerweile so viele verschiedene Tippform und da muss ich mich natürlich auch selber jetzt sehr mit beschäftigen, okay, brauche ich etwas größere Tipps, brauche ich eine andere Tippform, damit das besser zu mir passt, hätte ich das nicht so weit nach hinten schieben müssen, hätte ich mehr rausfräsen müssen und. Ich wollte euch jetzt einfach nur so ein Update geben, weil in Videos sieht das halt oft so aus, als ob es immer super einfach ist, es funktioniert immer super und es hält alles super und ihr seht jetzt einfach, nein, auch bei mir gibt es da so ein bisschen Probleme, wenn man ein System vielleicht noch nicht so viel gearbeitet hat. Gerade bei dem Dualsystem, finde ich, gibt es so ein, zwei Sachen, die wirklich immer auftreten. Aber sei vielleicht dem geschuldet, dass ich zu kleine Tipps verwendet habe oder die falschen. Und zwar sind das oft die Seiten, die einreißen oder zu dünn gearbeitet sind, wo hier seitlich ein bisschen Material fehlt, was sich dann liftet. Hier an dem Nagel war es ja von vornherein so, dass der Tipp einfach zu klein war. Ich habe den größten genommen, den es gab in der Box, aber es hat für meinen Nagel einfach nicht ausgereicht. Und ja, dass die Nägel dreckig sind, das sieht man ganz deutlich. Gerade Acrylgel, wenn das hier unten dann halt rau ist und man dann im Matsch arbeitet, dann kriegt man das eigentlich so fast gar nicht mehr raus. Dann müsste man das Ganze jetzt einmal ausfräsen. Und ich habe auch gesehen, dass viele wirklich von unten dann auch die Nägel versiegeln, gerade wenn man viel mit irgendwie Dreck zu tun hat, damit das Ganze sauber bleibt. Ja, auch hier könnt ihr das Ganze mal sehen. Also ich finde, das ist wirklich ein Problem mit den Seiten. Aber das hätte ich wahrscheinlich in den Griff gekriegt, wenn ich etwas größere Tipps genommen hätte. Und das hätte mir dann erlaubt, dass ich seitlich mehr Material hätte. Denn dadurch, dass man das Ganze so dünn arbeitet, an den Seiten liftet das Ganze natürlich auch schneller. Und hier könnt ihr das auch sehen. Also mir fehlt hier wirklich ein ganzes Stück. Das hatte ich bei der Neuauflage versucht dran zu bauen. Das hatte dann nicht so geklappt und dann habe ich so gelassen. Also ihr seht, die sind ja immer noch dran und die werden auch noch 2 Wochen halten. Die würden nicht abgehen, das ist nicht das Problem, aber es sieht halt im Endeffekt nicht mehr so schön aus. Gerade auch hier und hier seitlich ordentlich Liftings, hier diese beiden Seiten. Vielleicht habe ich das Material da nicht fest genug gedrückt. Ja, kann halt verschiedene Gründe haben oder dass das seitlich dann auch wieder so ein bisschen hier unten so ein bisschen zu dünn gearbeitet wurde. Das ist auch so, wenn man den Tipp vielleicht zu doll drauf drückt und das sehr, sehr dünn ausläuft, dass es dann eben auch liften kann. Ja, so sieht das aus. Und zwar, ja, ich würde sagen, nicht ganz so schön. Und das sind so ein bisschen die Probleme, die ich persönlich bei dem System sehe, dass dann hier doch mal was in den Rand kommt. Aber das sind alles Sachen, die kann man dann eben üben. Und ich mache das Ganze jetzt auch wirklich ganz gerne bei Kunden und schaue dann einfach und mit jedem Mal merkt man dann eben auch, dass es besser wird. Schauen wir uns das Ganze von unten an. Ich habe bei der Neuauflage das Ganze mit einem Tunnelbit von außen etwas rausgefräst, aber wenn der Nagel rauswächst, dann sieht man natürlich, ja, man hätte hier mehr rausfräsen können. Nur anfangs, wenn der, wenn nichts rausgewachsen ist, komme ich ja mit dem Bit nicht ganz bis zur Haut dran. Und deswegen macht man das mit etwas Abstand und dann hat man hier auch so eine leichte Kante. Auch da, wenn man mehr Übung hat, wie doll man den Tipp einfach draufdrücken muss und so weiter, würde man das in Zukunft auch ein bisschen vermeiden können. Aber das sind dann eben so Sachen, dann bleibt dann natürlich auch der Dreck immer ein bisschen drunter hängen. Und dann sieht das Ganze eben dann auch nicht so schön aus. Gerade hier bleibt bei mir sehr viel hängen. Also ich hoffe, ihr seid jetzt nicht völlig schockiert nach diesem Video, aber ich möchte euch das wirklich mal zeigen. Und ich wette, ihr habt auch mit solchen Problemen dann mal zu kämpfen und wundert euch nicht, das sieht auch bei
anderen Leuten so aus. Ja, nur es wird halt nicht gezeigt im Internet. Und deswegen schaut euch das mal genau an. Also hier bleibt bei mir wirklich viel hängen. Ich hoffe, ihr seht das. Ich hoffe, ihr seht die Lücke zwischen meinem Nagel und der Verlängerung. Da war es so, ich habe den Tipp quasi draufgesetzt, aber nicht weit genug runtergedrückt. Und das Ganze wurde ausgehärtet und dann fehlte mir quasi dort was. Da hätte ich direkt bei der Neuauflage Material quasi nochmal nachsetzen können, so ein bisschen von unten und vielleicht den Nagel so ein bisschen unter die Lampe, dass ich quasi die kleine Lücke noch zubekommen hätte. Ich glaube, ihr seht das so ganz gut. Und das ist natürlich auch hier, der Nagel wird jetzt nicht abgehen, aber ist natürlich super nervig, weil hier immer Feuchtigkeit runterkommt. Sowas begünstigt natürlich auch Nagelkrankheiten. Das ist nicht gut und da kommt halt super gut Dreck drunter. Also das muss man dann auch wieder beachten. Ja, wie gesagt, so ist es mit jedem System und ich übe. Ich werde jetzt auch ganz viele verschiedene Tipps einfach bekommen, bestellen und einfach gucken. Denn auch mit dem Dualsystem ist es so, man muss schauen, was passt zu welchem Naturnagel, welche Tippform. Na, die Dual-Tipps gibt es wirklich in verschiedenen Biegungen und was auch immer. Und da muss man eben dann auch wieder schauen, was passt und wie mache ich das Ganze. Aber trotzdem bin ich zufrieden. Ich mache es nach wie vor gerne wirklich auch an Kunden. Es macht mir Spaß. Ich finde, man hat einfach so eine tolle Oberfläche, die dann schon sehr glatt ist. Aber das sind jetzt eben so die Probleme, die auftreten. Dass das hier so stark verfärbt ist, sei vielleicht ein bisschen dem Acrylgel geschuldet. Und ja, hätte ich öfter Handschuhe getragen, wäre das Ganze natürlich nicht ganz so schlimm. Ich kann das Ganze von unten jetzt noch ein bisschen rausfräsen und dann ist das auch nicht mehr sichtbar. Dann sieht man das nicht mehr so stark. Ein kleiner Einblick von mir. Schreibt mir gerne, wo ihr vielleicht so ein bisschen die Probleme seht bei dem System, ob ihr gerne damit arbeitet oder nicht und ob ihr öfter mal einfach solche Videos sehen wollt, wo man einfach so ein bisschen auch mal zeigt, was vielleicht nicht so gut laufen kann und wo die Systeme vielleicht auch Probleme haben. Dann bedanke ich mich fürs Video, hinterlasst mir gerne einen Kommentar und dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.